Ist wirklich alles Gold, was glänzt? Canbor, mal wieder eine neue Firma auf dem Technikmarkt. Zumindest kannte ich sie noch nicht und damit erstmal herzlich willkommen hier bei mir, Uppercat, Leute. Also, Canbor hat mir hier ein paar Kopfhörer zugeschickt mit der Bitte, sie doch mal zu testen und vorzustellen. Und das habe ich natürlich auch gerne getan. Das hier sind die Kopfhörer und die sind in einer echt tollen Verpackung geliefert. Ihr seht schon, die ist hier total mit Gold bedruckt. Sieht sehr hochwertig aus, auch hier innen drin ist so eine, ja, ein richtiges Plastikcase, also ganz solide, habe ich in der Form noch nicht gesehen für Kopfhörer, aber das ist ja alles nur Zeugs rundherum. Gehen wir mal hier an die eigentlichen Kopfhörer ran. Es sind Bluetooth-Kopfhörer, funken auf Bluetooth 4.0 und sie haben eine Akkulaufzeit von bis zu 4 Stunden und in einer Stunde sind sie wieder aufgeladen. Hier steckt ein 110 mAh großer Akku drin. Aufgeladen wird der kleine Akku hier an dem linken Ohrhörer. Da haben wir auf der Oberseite einmal eine kleine Klappe. Darunter befindet sich dann der Micro-USB-Port und dort wird dann einfach das Kabel eingesteckt, an den USB-Port oder ans Ladegerät vom Handy angeschlossen. Und in einer Stunde ist hier wieder der Akku randvoll. Ebenfalls hier auf der linken Seite finden wir den Einschaltbutton. Der ist hier unten drunter versteckt, da könnt ihr das sehen. Der einzigste Knopf, den ihr hier finden werdet, an den Kopfhörern direkt. Und wenn ich den jetzt mal drücke, dann werden wir mit folgendem Sound begrüßt. Power on. Phone one connected. Da habt ihr es gehört, also ein Sprachfeedback ist ja auch mit eingebaut und was mir echt gut gefallen hat an den Kopfhörern, denn das wünsche ich mir bei allen, ist das Kabel, denn wir haben hier ein schönes Flachbandkabel, das heißt kein Gewirr und kein Verheddern mehr, damit habt ihr also immer schöne, ja unverhedderte, klare Kabelverhältnisse sozusagen und am Kabel finden wir dann auch nochmal eine Kabelfernbedienung, so sieht das Teilchen aus mit Plus und Minus und einem kleinen Telefonhörer und unter dem Telefonhörer sieht man noch ein kleines Loch. Dort ist das Mikrofon, denn natürlich könnt ihr auch hier mit dem Headset freisprechen. Ist ja schließlich schon so gut wie Standard. Von der Optik her, ja, sehen sie eigentlich ganz gut aus. Wir haben hier so einen gebürsteten Aluminium-Look, wobei beim Drüberfahren, ja, ich glaube, das ist eher Plastik und kein gebürstetes Aluminium, sieht aber so ganz nett aus. Auch der Klang, der ist absolut in Ordnung, da gibt es also wenig auszusetzen. Am Anfang dachte ich, sie wäre nicht besonders gut, aber der schlechte Klang resultierte von einem schlechten Stream und als ich dann auf normale Musik umgeschaltet habe, war der Klang hier völlig in Ordnung. Hat mich nicht vom Hocker gerissen, denn, naja, es sind Bluetooth-Kopfhörer und In-Ears, also der Bass ist durchaus, sagen wir mal, etwas eingeschränkt, aber alles in allem im Vergleich mit anderen Bluetooth-Headset liefern sie hier eine ganz passable Performance ab. Jetzt habe ich allerdings auch eine Kritik und die liegt ja am Design selbst, an der Art, wie man sie anzieht, denn da hatte ich echt Probleme. Normalerweise bin ich es gewohnt, ich stecke mir die Headsets in die Ohren und ja, das war's eigentlich. Und hier habe ich eine echte Fummelei gehabt. Ich kann gar nicht genau sagen, woran es liegt, aber ich habe hier ewig fummeln müssen und mir die irgendwie in die Ohren primeln müssen, bis das gepasst hat und bis sie gehalten haben. Also das war eine echte Qual. Da hätte ich persönlich jetzt gerne etwas Komfortableres gehabt. Fand ich nicht ganz so gut. Allerdings, wenn man es mal geschafft hat, die Teile hier anzuziehen, dann sitzen sie wirklich ja, sehr angenehm in den Ohren. Man hat kein Druckgefühl. Die Innenohrbügel hier, die halten auch alles sehr fest. Also die fallen nicht raus, auch wenn man mal kurz joggt oder eine Runde läuft. Dann halten die hier so sehr sicher, da habe ich gar keine Probleme gehabt. Natürlich sieht es immer noch ein bisschen bulky aus, ein bisschen dick, was hier so an der Seite aus dem Ohr raussteht. Das würde ich mir auch etwas schmaler wünschen. Vielleicht eher die Technik etwas mehr hier in Richtung Fernbedienung noch verlagern und dafür die Ohrteile etwas ja kleiner gestalten. Aber das ist jetzt ein Kritikpunkt, den kann ich eigentlich bei den meisten Bluetooth-Headsets hervorbringen. Tja Leute, wenn euch also das Design hier gefällt, dann klickt mal in den Link in der Videobeschreibung, macht euch euer eigenes Bild hier von den Canbor Headsets. Es gibt sicherlich schlechtere, es gibt sicherlich auch etwas bessere, aber ja,
Findet es selber raus, ob das hier die passenden für euch sind. Und ich sage dann schon mal vielen Dank fürs Zusehen und bevor ich es vergesse, natürlich gibt es hier noch ein paar Ersatz-Ohrstecker, Ohrstöpsel für die verschiedenen Ohrgrößen, die mitgeliefert werden und auch nochmal hier diese Innenohrbügel in verschiedenen Größen, hätte ich fast vergessen zu sagen. Also, das war's dann wirklich. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Hast du das Video wirklich bis zum Schluss geschaut? Gott, bist du ein Technik-Nerd. Du solltest wirklich liken, teilen und abonnieren. Also, nur meine Meinung. Bis dann. Tschüss.